ihr Lieben, schön, dass ihr immer noch dabei seid und die Weste wird heute komplett fertig. Also ich habe mich entschieden, einfach jetzt eine Häkelknopfleiste zu machen, weil ich das bei der letzten Weste auch gemacht habe, die ich in Instagram gezeigt habe. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich mir genügend passende Knöpfe eingepackt habe. Und jetzt habe ich aber nur unterschiedliche gefunden. Vier verschiedene. Was jetzt aber nicht so schlimm ist, weil ich habe ja auch vier verschiedene Farben. Dann passt es ja wieder. Und die Sonne ist gerade am Untergehen, deswegen hoffe ich, dass das Video heute noch klappt. Ansonsten mache ich es morgen weiter. Und ich habe jetzt hier schon eingeteilt. Ich habe das hier so verteilt. Ich habe hier unten ein bisschen Platz gelassen, weil ich das einfach bei den gekauften Jacken immer gesehen habe, dass da unten gar nicht direkt am Ende der Knopf ist. Und hier oben habe ich nur ein kleines Stück Platz gelassen, bis dann das Knopfloch kommen wird. Und ich zeige euch das mal. Also wenn wir eine Jacke stricken, also normalerweise ist es so, dass wir hier auf der linken Seite die Knöpfe haben. Also brauchen wir auf der rechten Seite die Knopflöcher. Wenn du jetzt Linkshänder bist, kannst du es natürlich andersrum machen. Ich bin eigentlich beidhändig und ich mache es aber trotzdem so, wie ich es gewohnt bin, weil ich kenne das gar nicht andersrum. Und deswegen werden bei mir hier die Knopflöcher sein an der Stelle. Genau, es gibt natürlich auch noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, wie man eine Knopfleiste machen kann. Und zum Beispiel kann man die auch stricken. Und das heißt zum Beispiel I-Cord. Das ist auch sehr, sehr schön. Und ich möchte es aber jetzt halt ein kleines bisschen einfacher machen. Also eigentlich die ganze Jacke soll ja eigentlich relativ einfach jetzt sein. Einfach aufgebaut. Und diese I-Cord Knopfleiste, die zeige ich dann ein anderes Mal, beziehungsweise es könnt ihr auch einfach bei YouTube suchen, falls ihr die machen möchtet. Und genau, dazu muss man dann aber sozusagen aus diesen Löchern erstmal Maschen aufnehmen und auf die Stricknadel drauf machen, jetzt nicht auf die Häkelnadel. Ich habe hier eine Stricknadel, ich habe Größe 4 genommen, einfach damit die Wolle da gut drauf passt. Und das könnt ihr auch eigentlich im Grunde, diese Größenangaben, das sind ja eigentlich nur so grobe Empfehlungen. Es ist ja gar keine Pflicht, die Größe zu nehmen, die draufsteht. Und mir ist es halt einfach wichtig, dass der Haken hier ordentlich ist und dass der Faden gut gehalten wird. Genau. Und ansonsten ist mir die Größe Schnuppe. Bei meiner Stricknadel habe ich ja 2,5 genommen. Also bin ich ja jetzt deutlich größer geworden. Genau. Ich würde sagen, wir legen mal los, bevor die Sonne untergeht. Weil sonst wird es hier zu dunkel. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich zeige euch hier mal noch meine Knopfschätze. Ups. Ich glaube, den hier habe ich schon 20 Jahre. Da habe ich mir mal ein Kleid rausgenäht. Schon ewig her. Das habe ich schon ganz lange nicht mehr. Und das waren eigentlich die Knöpfe, die ich dafür gekauft habe. Aber da habe ich nicht genug. Genau, deswegen gibt es jetzt einfach vier verschiedene. Das ist doch voll schön. Man muss einfach das nehmen, was man hat, ne? Und zwar, wir fangen jetzt einfach hier an zu häkeln. Und zwar ein bisschen so ein Schwänzchen stehen lassen, das man später vernähen kann. Und dann einfach in die unterste Masche rein, einmal durch. Da habe ich hier eine Schlaufe und dann hole ich mir nochmal den Faden durch. Und dann ist das Ganze schon relativ fest. Und dann hole ich mir nochmal eine Kettmasche. Und das ist dann sozusagen mein Anfang. Und jetzt kann ich hier immer da, wo diese doppelten
diese doppelten Fäden sind, das ist immer eine Masche sozusagen. Und da nehme ich mir jetzt einen Umschlag, dann steche ich in die Masche rein, hole mir den Faden durch, dann habe ich hier drei Fäden auf der Nadel, hole mir nochmal den Faden und ziehe den komplett durch alle durch. Das ist sozusagen ein halbes Stäbchen. Und das mache ich jetzt nochmal. Und noch einmal. So, ich muss mir jetzt überlegen, welchen Knopf ich hier nehme, weil die ja unterschiedliche Größe haben. Am Knopfloch mache ich eine Luftmasche. Und normalerweise würde ich jetzt einfach diese Masche hier auslassen und zur zweiten rüber rutschen. Und jetzt steche ich aber für den kleineren Knopf hier zwischen rein, damit mir das Loch nicht zu groß wird. Oh, ich habe vergessen, den Faden zu holen. So, hier zwischen rein, zwischen die zwei Maschen sozusagen. Und dann habe ich hier ein Loch und jetzt gucke ich ganz kurz, ob das passt. Passt super. Und das mache ich jetzt im Grunde bis zu dem nächsten Maschenmarkierer. Ich glaube, da habe ich jetzt eine vergessen. Nehme ich hier so. Ja, sieht besser aus. Guck mal, so sieht jetzt. Sieht es jetzt aus, voll schön. Hier kommt jetzt wieder ein Knopfloch. Das machen wir jetzt ein bisschen größer. Das heißt, ich mache hier wieder eine Luftmasche. Und dann lasse ich das hier aus und gehe einfach dann in die nächste Masche rein. Und hier ist dann ein bisschen größer. Und da passt dann auch mein größerer Knopf durch. Ich glaube, wenn ich wieder in Deutschland bin, hole ich mir einfach diese Knöpfe dann nochmal in der richtigen Anzahl, damit ich sie dann alle gleich machen kann. Das mache ich jetzt bis zu meinen letzten Maschenmarkierer und dann häkeln wir im Grunde einmal komplett außenrum bis auf die andere Seite. Wir treffen uns mal hier wieder und dann zeige ich euch noch, wie ich das hier oben mache. Die Seite, die erste ist fertig. Das rollt sich jetzt noch so ein bisschen nach innen. Das wird aber besser, wenn wir die Weste dann gewaschen haben. Das sollte man immer machen nach dem Stricken, dass sich das alles so ein bisschen entspannen kann. Genau, und jetzt geht es hier einfach weiter, so um die Ecke. Und da macht man am besten nicht jede Masche dann oben am Kragen, weil das wird sonst zu eng für die ganzen Maschen. Also ein bisschen Abstand lassen. Man könnte zum Beispiel die 1 und die 2 stricken und dann lässt man die 3 aus und dann wieder 1, 2.
Oder man macht jede zweite, so ungefähr, und dann zwischendrin mal noch welche. Einfach damit es nicht ganz zu eng wird. Und das dann einmal außenrum. Und wenn wir dann am Ende sind, gucken wir uns das Ganze mal an, ob uns die Breite hier reicht oder ob wir noch eine zweite Reihe hinmachen wollen. Guckt mal, ist die nicht hübsch geworden? Ich zeige sie euch dann noch bei Tageslicht morgen. So sieht es jetzt aus. Ich finde es schön. Und hier sind die Knopflöcher. Das heißt, an die Stelle hier nähe ich dann den Knopf an. Also man kann sich das so übereinander legen oder nebeneinander legen. Und dann probiert man das einfach aus, indem man den Knopf dahin legt. Und dann kann man den da annähen. Und dann sieht es dann später so aus. So. Einfach mit diesem Faden, den man gerade genommen hat, annähen, festknoten. Die Wolle ist so kuschelig warm. Das ist genau richtig jetzt für den Herbst. Und für oben drüber über einen Pullover, über einen dünnen. Und so kann man super gut draußen sich aufhalten. Hey, schön, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Westestricken. Und ich hoffe, ihr habt es geschafft bis zum Schluss. Ich wünsche euch jetzt alles Liebe und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Simone.